du dich jetzt gerade so richtig befindest. Ich bin einer von den vielen Kreuzen. Ja. Du kreuzt meinen Weg. Ich kreuze ihn vor. Du markierst ihn. Immer wo das Kreuz ist, ist ein Schatz. Ist es wieder ein guter Schatz? Das bist du natürlich. Verschlossen. Ist verschlossen, ne? Der Schatz ist verschlossen. Das war jetzt schon irgendwie komisch. Ist ein guter Schatz verschlossen. Ja, ich kann auch ein bisschen auf euch verfluchen. Da ist bestimmt so ein Schamanen an dem Zimmer drin. Ja. Erstmal dieses. Ich brauche Mana. Erstmal die komischen Spinnendinger, ne? Ja, rachs. Verschlossen. Ja, ich weiß. Da muss die Assassine ran. Ich weiß gar nicht, an was? An dich? Ja. Ach, hier. Gut, nichts. Oh, hier sind noch andere Besudelte. Da war wohl eine Falle. Oder mich hat irgendwas anderes getroffen. So, ein Skelettmagier muss wieder her. Da, so. Der ist wieder da. Du bist auch hier. Gut. Mal koordinieren und uns am besten lang gehen. Ein Skelett steht auf der anderen Seite. Das ist auch praktisch. Ich denke mal, die kommen ja noch alle mit. Hier ist wieder Schamane. Bin gerade wieder zurückgerannt gekommen. Windpein der Scharfrichter. Ja, kommt Skelett, ihr teleportiert euch mal zu mir. Wenn ihr ein Stück vorgeht, dann kommt ihr nämlich nach und nach mit. Und dann müssen sie gar nicht, weil hier eh nichts ist. Also können wir dann auch langsam wieder in die andere Richtung gehen? Achso, also brauchen wir jetzt gar nicht so rennen. Nee. Immer schön mit der Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ne, so viel nur auch nicht. Achso. Hier geht's schon mal runter. Wo? Ach hier. Aber da wollen wir noch nicht hin. Es fehlt das Portal. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach bloß auf einer anderen Richtung sein. Wahrscheinlich nicht mehr weit. Und wahrscheinlich habe ich hier irgendwie hier. Müssen wir da erst beim Portal lang? Ne, wir können auch oben rumgehen. Genau, hier gibt es ja auch noch eine Tür. Nee, es war unsere. Ich laufe bloß mal ein Stück vor, damit die hier mal alle mitkommen, meine schönen Skeletta. Ach da, ich sehe es, aber es ist im anderen Raum. Oh, dann kannst du direkt Brezel wiederholen, ne? Ja. Da ist sie weg. Aber sie kommt gleich wieder. Brezel. Nicht genügend Gold? Weiß ich noch nicht. Nee, du, nee. Wo ist sie denn jetzt? Ah ja. Hier ist niemand. Nicht genügend Gold. Und hier gehen wir dann runter. Ist da noch irgendwelche. Ah! Da lebte noch ein Arach. Macht das so wenig Schaden? Hast du dir das Portal auch geholt? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Sollte es vielleicht doch mal drauf drücken, ne? Depp. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es leuchtet auf jeden Fall. Also geleuchtet hat's. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch so ist, wo ich drauf drücken muss. Ich mach das immer, es gehört dazu. So, geh mal runter, ne? Die Ebene müssen wir noch durchlaufen, danach geht's in Ebene 4. Krass, ne? Verrückt, nach Ebene 3 kommt Ebene 4. Ah, so ist das hier. Hätte das gedacht. Es wird gezählt. Der Reihenfolge nach. Oh, was haben wir hier? Verbander. Den Verwandern, Verbander.
Jetzt ist wenigstens noch dein Brezel wieder da, dann machen meine Skelette dort noch ein kleines bisschen mehr Schaden wieder. Nur ein kleines bisschen, dann kann ich ihn wieder wegschicken. Sich das gar nicht lohnt. Jeder zusätzliche Schaden lohnt sich. So. Gehen wir hier oben durch die Tür. Und schauen, was sich dahinter verbirgt. Eine beschädigte Doppelaxt. Ich glaube, die ist kaputt. Sie ist nur beschädigt. So. Jetzt sind wir ganz schön gelaufen. Wo geht's runter? Ich will runter. Oh, ein Stück runter. Geh weg, du. Und irgendwo sind wir Gegner. Cool, hier. Der ist, genau, cool. Der ist genauso dünn wie das Skelett, das ich noch schon nie gesehen habe. Ah, ich hab einen Verbannten. Du hast Verbannten? Nee, einen Verbannten. Ein Verband dran. Du hast einen Verband dran? Jetzt habe ich zwei von denen. Jetzt greifen Verbannte an. Immun gegen Körperschäden. Immun gegen Kälte. Hier. Ich erhöhe den Schaden, kriegst du jetzt trotzdem. Blutgift. Dum, dum, dum. Und wo? Ich hoffe, du warst weit genug weg. Sieht nicht so aus. Ein ganz kleines bisschen hat's mich erwischt. Aber nicht so viel. So ein bisschen in den Raum rein oder gehen wir erstmal hier hinten noch? Ne? Da wird noch gekämpft. Warte mal, wo lang? Ja, da war noch ein Ghoul. Ein Verbannter, deswegen. Sieh. Hatte ich da eine Falle reingesetzt. Okay. Das habe ich so nicht für wahrgenommen. Für wahr. Genau. Cool. Ich weiß nicht, was dahinter jetzt alles steht. Mehrere Ghouls, wie es aussieht. Es ist ghoulfrei. Ich bin überladen. Ja, zum Glück, die wollte ich auch nicht mitnehmen. Das ist ja zwei schwere Äxte. Das ist so ein mager Nekromant. Ja, ne? Hat so einen Stock in der Hand. Das wäre ein Bild. Mit zwei solchen großen, schweren Äxten. In jeder Hand eine. Und wo steckst du deinen Stock hin? Den brauchst du dann nicht mehr. Aber der Stock gehört doch zu dir, ein Champion. Das und züffel das direkt. Kann man den auch gleich noch mitnehmen? Das züffeln wir uns voll. Ach, du bist Champion, deswegen sieht das so aus mit dir. Ich komme ständig halt auf meine Windows-Taste. Und die funktioniert? Ja. Oh. Ach so. Natürlich, die ist nicht kaputt. Ich habe über die Tastatur kein Sekt gekippt. Nein, die kann man deaktivieren, deswegen. Die ganze Tastatur? Wie soll ich denn spielen? Die Windows-Taste im Gaming-Modus. Ich weiß nicht, ob meine Windows-Taste im Gaming-Modus ist. Dann wird es ja nicht, wenn du drauf drückst, nichts passieren. Ist es dann nicht ein bisschen langweilig? Das finde ich dann gar nicht mehr typisch ich. Das stimmt natürlich. Das war auch eigentlich das Typische damals auch bei Diablo 2 schon, ne? Da hast du immer gerne die Windows-Taste gedrückt. Ja, gern. Das war halt da. Die ist halt so an der Stelle, ne? Macht Spaß, genau dorthin zu drücken. Ja, ist halt, weil alt werden die Gegenstände angezeigt. Und da drücke ich halt immer da unten rum. Ich bin überladen. Wer ist denn hier draußen noch los? Ach, hier, Besudelte. Wer infiziert das uns diesmal? Den hat schon infiziert, oder? Das ist jetzt in der Ebene. Ich habe einen großen Zauber aufgenommen. Wo kommt der denn her? Ja, wenn ich zwei das wüsste. Stärke. Oh. Haut durch, ne? Nur das Skelett. Hau ich auch weg. Haut mal ein bisschen drauf, ja. Auf den Champion-Infizierten. Er hatte dort verdient. Mehr als alles andere.
Du da auch. Was war das? Sind alles Champions hier. Ah, jetzt kämpfen die Infizierten für mich. Das klang jetzt auch doof. Was war das für eine Kiste? Kleiner Hoho. Eine Koboldkiste? Und gerade seinen Schatz entdeckt? Ja. Eine bodenlose Kiste. Eine L. Na du Ghoul, stirb mal. Du auch, du Ghoul. Ghoul. Eine Gargoyle-Falle. Ich seh dir in der Masse immer so schlecht, die Gegner. Die Ghouls, die sieht man auch schlecht. Weiß ich immer gar nicht so richtig, was ich setzen soll für eine Falle. Ein Ghoul ist immun gegen Feuer. Also wenn du nicht viel siehst, dann ist es sehr wahrscheinlich meist ein Ghoul und dann kommst du im Blitz. Dann ist es sehr wahrscheinlich meist. Eventuell könnte es sein. Kann aber auch was anderes sein. Hier ist alles cool. Bei mir ist auch alles cool. Oh Mann, nur lass mich in Ruhe. Soll ich gehen? Ja. Da läuft sie davon. Aber so wenigstens die nächste Ebene. Ich brauch dich als lebendigen Schutzschild bei Andariel. Warum das ist Skelette? Die sind ja nicht lebendig. Doch, die stehen noch und laufen rum. Nein, die sind nicht lebendig. Hier geht's nicht lang. Sag bloß. Was für ein Unterschätz, doof. Da krabbelt meine auch nicht lang. Hier hinten ist noch ein Weg. Ganz oben, ne? Ja, ganz oben, ganz hinten. Und ich weiß gar nicht, ist jetzt hier vorne. Die Karte ist immer so klein. Ich bin eine größere sonst gewohnt. Ja, die Karte ist wirklich ungewohnt. Aber dafür ist er nicht so im Weg. Alles seine Vor- und Nachteile. Ja, da geht's runter. Wieder genau das gleiche, ne? Auf der falschen Seite hingelaufen. Nein, vor uns waren die Türen auf einer Seite. Und jetzt sind sie nebeneinander. Jetzt sind wir ja schon da. Ja. Jetzt geht's um Andariel. Und die große Frage ist, welche Immunität wird sie haben? Feuer und Blitz? Und Körperschaden. Ja. Dann auch magieresistent. Damit Steinhaut. Damit es richtig spaßig wird. Ändert die eigentlich ihre Immunität auch? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Immunitäten haben. Hier kommt ein Champion. Ja, meine Skelette kommen nicht durch. Steht dort noch was. Meine Marke sind wieder vorne weggelaufen. Ne? Oh, ey. Läuft. Blöden Magier. Nein. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit im Kreis laufen. So, ich bin erstmal kurz ein Stück zurück. Jetzt erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Was hier eigentlich gerade abgeht, sehe ich nicht durch. Hier irgendwo eine Leiche. Leiche. So. Hier liegt jede Menge Zeug. Ich nehme mal so einen Heiltrank und dann mal hier das Leben wieder auffüllen. So, da haben wir so einen Schaman schon heute vor unserer Seite. Hatte mich direkt auf den gestürzt. Von denen kann ich wahrscheinlich nichts, weil das wieder Champions war und das auch was mystisch aufgenommen hab. Nö. Und Trank, dann geht's. Machen wir die Tür auf, ne? Noch nicht stark genug bin, um dem wirklich gefährlich zu werden. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.